Willkommen. Ah, komm, ich gehe direkt rein. Mach den Stern auch noch. Willkommen zurück in der Jugend. Der Zeit, in der man Super Mario 64 noch als Casual gespielt hat. So wie ich das halt tue. Kein Speedrun, kein Hack. Kein Challenge-Kram. Einfach nur schön die roten Münzen verkacken hier. Ja. Vorteil bei uns, wir waren halt eher beschäftigt und damit haben wir das gut gedodged. Mike hat Serie geguckt, Bücher gelesen und ich habe gearbeitet. Ich habe ja absolut nichts von dem Spiel mitbekommen, außer Revelio-Memes. Komm, jawohl. Ja, und dann nach eineinhalb Wochen, zwei Wochen hat sich das ja gelegt, da kommst du mittlerweile im Spiel wieder vorbei. Das wird dir nicht mal vor die Nase gehalten. Haben alle anscheinend ganz schön schnell durchgehabt. Keiner mehr Bock drauf, ne? Alle zu Release gespielt und dann war es das. Nee, Maike hätte es ja spielen können hier. So nicht streamen können mit der Leitung. Aber Maike wollte das Spiel unbedingt streamen. Also, ne, sehen wir irgendwann mal. Vielleicht da den einen oder anderen Hogwarts-Stream. Jedenfalls wird sie das Spiel vor mir spielen. Da ich genau wüsste, ich würde es auch streamen. Sie würde es schauen. Und dann hätte sie wieder Probleme mit, jetzt fällt es mir gar nicht ein. Wo ist meine Maus eigentlich hin? Meine Maus gerade nicht. Mit, Spoilern etc. Und so weiß ich, okay, sie ist in das Haus gekommen, hat da vielleicht die Main-Quest, dann suche ich mir schon mal ein anderes Haus aus. Und solche Geschichten. Also ich lasse ihr halt einen gewissen Vorsprung, bevor ich dann selber auch in das Spiel reinstarte. Aber ich hoffe, dass es dieses Jahr noch was wird. Theoretisch mit der Leitung hier könnten wir sogar beide streamen, aber dafür fehlt natürlich ein zweiter Rechner und ein zweites Büro ungefähr. Crave hieß das doch. So? Grave? Nee, Crave. Verlangen. Doch, Crave, ne? Zur Not, das Buch ist ja hier. Ich kann ja... Aha, ich hasse diese Ringe. Diesen Schuss habe ich nie beim ersten Mal hingekriegt. Aber... Nero, ich höre. Vier und nur offen. Blume als Cover wüsste ich jetzt gerade gar nicht. Irgendwas Blutiges war das. Den Namen nicht richtig schreiben? Ja gut. Der zweite Ring fehlt noch, ne? Da, die Münze brauche ich da hinten. Jawohl. Trevor. Passt. Kommen wir doch zügig voran, dafür, dass ich aus der Übung bin. Ich bin Slytherin, okay. Ich glaube, der Pottermore-Test hat mich tatsächlich bei Hufflepuff einsortiert. Jen hat mich auf ihrem Discord-Server einfach in Gryffindor gesteckt. Oh shit, ich hab die Münzen nicht gemacht, ne? Ja. Langsam wird mir warm. Münzstern hätte ich doch schon noch machen können, ja.
Experte. Muss ich eine Runde extra rein. Ganz einfach, dass sie, weil wenn ich schon davon rede, dass du das Spiel streamen willst, kann ich doch dafür sorgen, dass hier anderen fleißig einfach direkt bei dir auf Folgen klicken können. Oder nicht? Dafür ist die Shoutout-Funktion tatsächlich da. Ja, bei dir wissen wir das schon lange. Bonk. Bonk. Du rennst mir ja nicht weg. Danke. Den brauche ich nämlich. Bonk. Wir sind langsamer mal hier. Ich hab ja Zeit. Ist ja kein Speedrun, ne? Die Frage, schaffe ich die rote Münze? Ich skippe erstmal lieber. Warum triggert die Bombe da unten auf mich? Was soll denn der Rotz? Das erste Brot hat den zwei Tagen durchgezogen. Das zweite hat sie dann liegen lassen, hat stattdessen Pretty Little Liars eineinhalb Mal geguckt. Oder hat sie das zweite angefangen? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Zelda war ja jetzt diese Woche erst. Buch und Pretty Little Liars war dann vorletzte und letzte Woche. The Last of Us. Ja, seit ein paar Tagen kannst du ja schon wieder eine Meme aus der Serie nicht entkommen, gerade auf TikTok nicht. Habe ich festgestellt. Ansonsten wird wieder verglichen mit, wie heißt der? Pedro Paolo? Glaube ich, heißt der ja, der Schauspieler. Nee, Pedro Pablo. Der ja wieder nur eine betreuende Vaterrolle spielt, sprich das gleiche wie in The Mandalorian. Nur, dass er diesmal keine Maske trägt, kein Helm. Aber mit einem Findelkind quasi auf Reisen ist. Wo gab's die? Die gab's auf irgendeiner Plattform, die wir, glaube ich, nicht haben. Aber Maike hat vielleicht dann irgendwo Zugriff drauf, aber ich nicht.
Aber ich habe da nur falls auch eine andere Lösung. Aber die ist ja auch noch nicht abgeschlossen, die Staffel. Ne? Die kommt ja momentan mal eine Folge pro irgendwann. House of the Dragon muss ich jetzt auch noch langsam mal nacharbeiten. Und Mandalorian kommt ja dann demnächst auch die dritte Staffel, ne? Wieder nicht, dann war das so Wow oder was das war, ne? Premiere, Sky. Eine Münze. Du bist meine Münze. Oder auch nicht, was du schon gegeben hast. Hast schon gegönnt. Gönnen Münze? Lass das. Ich habe ja nur Netflix, beziehungsweise Netflix hat meine Stiefmutter und ich bezahle. Disney Plus und Prime halt, ne? Halt. Ich habe jetzt hier alle Sterne, ich kann hier eigentlich raus, ne? Da habe ich alle, da habe ich alle, jawohl. Das heißt, ich könnte natürlich jetzt schon zum Bowser gehen. Oder wir gehen Pinguine nerven. Rutschi auf der Reichsbahn, das kriege ich doch hin. Getroffen. Essen holen. Karte schon wieder gekocht. Bonk. War Nummer 2 direkt schon das Rennen? Ah, ne. Komm mal her. Und Abmarsch. Müssen Mittwoch sehr früh aufstehen. Also Dienstag müssen wir früh aufstehen, das ist mir klar. Oh. Ich weiß noch gar nicht, wann ich Dienstag auf der Arbeit sein muss. Ja, ist gut. Hast du Mittwoch Frühschicht? Wann musst du da sein? Irgendwas doch hier grad. Ich kann gerade nirgends. So, ich könnte gerade nirgends reintippen. Oh Leute. Wann lernen die das denn endlich mal? Kommt neu auf den Server, schafft es bis in den Natosort-Raum und kickt sich dann selber.
Immer wieder der gleiche Scheiß. Besiege den schnellen Pinguin. Ja, ja. Und das heißt, um 4 müssen wir los. Wann musst du denn da sein? 6 schon? Shit. Kurve gekratzt. Ja gut, 6 Uhr oder 6.30 Uhr macht ja einen großen Unterschied. Nein! Oh, doch nicht rückwärts rutschen. Ach, vielleicht rettet mich die Stufe. Nein, natürlich nicht. Ich will nicht rückwärts rutschen. Weniger Kontrolle. Ja. Mamma mia. Immer von 7 bis 22. Was war vorher? 8 bis 22? 22 wart ihr ja eh schon immer. Das war ja die Ausnahme bei euch. Okay, macht ja 7 Uhr. 7 bis 21 Uhr ist eigentlich das, worauf alle Märkte hinaussteuern sollten. Langfristig. Aber dass für euch irgendwann 7 Uhr kommt, habe ich mir eigentlich schon gedacht. Ich war schon immer irritiert, dass ihr erst um 8 geöffnet habt. Aber gut, ihr habt dafür auch noch Stunden länger offen gehabt. Rutsch vom Stick. Aber rutschen ist doch schon mal gleich viel besser. Gönnen mir noch 3 Münzen für ein extra Leben. Wenn ich das wieder ein bisschen aufgeholt habe und ich lasse mich da in Ruhe durchrutschen. Stoß mich nicht runter. Danke. Ach ja, die habt ihr auch hingekriegt. Ich habe jetzt die von Edeka neulich mal wesentlich ausprobiert. Und das eine Mal beim Marktkauf, als sie da so extrem lange gestanden haben überall. Wo ich selbst keine Kasse frei war. Ist halt nicht so intuitiv, wie das Scannen selber als Kassierer. Da gibt es so ein paar, wo sie sagen,